So, guten Morgen. Ich habe schon mega die Action hinter mir, aber dazu mehr später, weil wir sind jetzt schon bei den Swarovski-Kristallwelten angekommen. Mussten uns ein bisschen beeilen. Ja, der Harrison hat leider heute Morgen gebrochen, das dritte Mal, und ich habe mit meiner Heilpraktikerin geschrieben und bin dann los zur Apotheke, habe ihm Globuli geholt und hip Karottengläschen und Putenfleisch für den Magen. Also wahrscheinlich hat er das Fleisch irgendwie nicht vertragen, eine Übersäuerung dadurch. Und ja, deswegen war das schon Action heute Morgen. Und ja, jetzt sind wir da. Ich habe schon Tickets vorgebucht. Dementsprechend und Audioguide habe ich auch geholt. Online-Tickets können wir hier lang. Wo steht's? Jenny, I want to take my jacket out. Ich kann doch nicht in meine Jacke aus. So, Mrs. Lee, hier moi, was sind Ihre Punkte? Schön, sehr schön. 10 auf 10. Wirklich? Ja, interessant. Welcher Raum hat dir am besten gefallen? Alles. Alles. Everything. Ja. 10 von 10. Ist very sehenswert. Sehenswürdig, würdig, oder? Ja.
Also ich will, ja, wenn das jemand interessiert, auf jeden Fall. Nee, auch das ganze Steine, wie das alles. Ich fand den großen Bergkristall gut, den man anfassen konnte. Und ich gebe auch doch 10 von 10 geht schon. Obwohl, nur 8 von 10. Nee. So, es geht los hier in Innsbruck zum Weißen Rösel. Die Jane will den Wagen nicht schieben, weil er peinlich ist. Machen wir nicht so schnell, warte mal. Jetzt geht's echt mal Mittagessen, ne? Ja. So. Weil ihr seid alle so unausgeglichen, fickle-minded. Warte, gib mir das Ding. Obligatorisch unseren Pinder, oder wie heißt es? Pitch, Putsch, Pat, wie heißt es? Pinder, nee. Heißt denn das Glas? Pitch. Pinder. Ein Pitcher. Pitcher. Oder ein Pint. Ja. Und die T-Shirts, aber dann musst du bitte den kleinen, der kleine Mann. So, let's go. Hard Rock Café. Ich will nur in den Rockshop. Oh, es gibt sogar Sale im Rockshop. Das gefällt mir gleich noch besser. Da oben ist Kaffee. Da unten gibt es den Merch. Alles im Apartment. Weißt du? You are so fickle-minded, gell? Ja. Ja, das kann ich nicht mehr. Da muss ich aber wieder mit. So, jetzt haben wir das Restaurant Weißes Rösel, eigentlich ein Restaurant, ne? Das war eine Empfehlung auf YouTube wahrscheinlich, ne? Ja, hast du noch irgendwas zu sagen, außer was? Dass deine, jetzt ist deine Voice ganz leise. Ich weiß nicht, was du meinst jetzt. Wenn du nicht ruhig bist, bestelle ich dir einen gebackenen Kalbskopf. Was ist denn das? Ich habe kein Problem mit dem. Ich nehme jetzt ein Wienerchen. Ja, das ist die Tageskarte, 19. Ne? Ja. Ja, der verlängerte Whale Wasser. Und hier das größte Salat, Starzel. Was Haare hab ich wie deine? Hab ich so gemacht da? You are so fickle-minded. Ja. Yeah. 0-0. Jetzt wieder. Das Teil bleibt doch stecken. Hey, Mann. Aber weißt du, was das ist da? Die Kirche oder der Turm oder was das ist? Ja. Willst du hier? Cremeschnitte ist doch super. Das hat Sherris. Wenn wir jetzt noch ein Kissen für dich hier drin hätten, gell? Deine war gefüllt mit Kirsch? Nee. Topfen? Ja, also mit. Und Sauerkirsche. Und Sauerkirsche, okay. No camera, dann ist schon useless für meine Mutter, gell, Mama? No camera is useless for you. Yeah.
Tisch gekauft. Muss ich jetzt wohl da eben hier. Also, es hat 9 Euro gekostet. Kurzer Punktestand und Bewertung zum Weißen Rössel. Es ist aber sehr schöner Lade. Das Essen war mega schnell da. Hast du gedacht, du wärst in der Currywurstbude oder so? Auf alle Fälle 10 und 10 Bratte. Spezi, was hatte ich? Spezi, also das Skiwasser? Nee, wie heißt das? Wellewasser? Ja, Wellewasser. Glaube ich das jetzt? Ja. Nee. Na, das hier. Und das hast du für die Augen verwendet. Ja, das habe ich für die Augen verwendet. Wie lange hast du das benutzt? Eine Woche. So, der nächste Spot. Aber das wurde empfohlen auf jeden Fall bei YouTube. Kann das ja nur so. Keine Hosen. Ja, Harrison, dann tschüss, ne? Kannst du ja. Ja. Sagen, ne? Ja. Damals habe ich mich so aufgeregt. So, auf dem Weg zurück zum Auto. Dann sind wir gespannt. Ganz klar, muss noch was von Starbucks sein. Zeig. Jenna. Dafür ist der Cupholder liegen. Ne? Du, Senior und Senora Köy, Family Köy, so euer Stuff, MCM all the way, was los, was los? So, also ich glaube, das letzte Mal so richtig gevloggt haben wir am St. Stephans Dom und dann sind wir auf Sandra und ja, der hieß doch so, oder? Ich weiß es nicht mehr. Auf The Jackal. Ja, egal, auf jeden Fall sind wir dann auf Sandra und Mai gestoßen und waren jetzt noch zusammen Kaffee trinken und essen. Und wir wollten ja, waren ja gerade am Punkte bewerten vom Weißen Rössel. Und zwar, der Dommer hat zu allem, glaube ich, gesagt 10 von 10. Der hatte ein Wiener Kalbsschnitzel und ein Spezi. Meine Mutter hatte das Tiroler Gerösel, was ich gestern hatte, vom Weißen Rössel. Mittagessen. Ja. Was habe ich gegessen? Tiroler Gerösel. Ah, mal 10. Warum? Eierweil und Top of the Hill. Okay, war eine Top of the Hill. Okay. Und wie war dein Wellwasser? Wellwasser war okay, 9 of 10. Also ich hatte auch ein Wiener Kalbsschnitzel. Das war gut.
Ich würde sagen, also ich würde sagen, ich habe schon bessere gegessen, deswegen gebe ich 8 oder 9 von 10. Also schlecht war es nicht, es war wirklich gut, aber wie gesagt, es gab schon bessere. Und dann habe ich noch auch dieses Wellwasser Holunder getrunken. Das war gut, 8 von 10. Dann waren wir bei Kröll, glaube ich, heißt der Laden, Strudel. Der ist für Strudel bekannt. Ich hatte einen Topfen Sauerkirsch, oder der heißt Wechselstrudel oder so. Also auf jeden Fall ist es ein Strudel gefüllt mit Quark und Sauerkirschen. Mit Sahne, also der war so eine 8 von 10, finde ich. Der hat mir auf jeden Fall besser geschmeckt als mein Apfelstrudel, weil dieser Apfelstrudel, der hat vorgeschmeckt. Also irgendein Gewürz, wir sind dann drauf gekommen, dass es eventuell das Kardamom war, hat vorgeschmeckt und war nicht das Beste. Also ich gebe dem Strudel 4 von 10. Ja, was irgendwie traurig ist, ist das St. Jakobsdom, okay. Was traurig ist, ist, dass das Café Munding zu hatte, da wollte ich hin, weil da soll es so schöne Süßteile geben und ins Café Zentral durften wir nicht rein wegen dem Hund. Also waren wir an so einem Café beim Goldenen Dachal, da war negativ zu bewerten, dass Hunde nicht rein dürfen. Und ansonsten, der Café war ganz normal. Und dann waren wir jetzt im Stiftskeller essen. Nochmal, also ich hatte Käsespätzle mit Salat, Abendessen, also die Käsespätzle und Salat, das war eine gute 8, also die waren lecker. Ich hatte einen Gulasch, das war echt vorzüglich, das Fleisch wieder butterzart, die Sauce, so wie ein Gulasch schmecken muss, schön kernig. Portion, ja, ich bin halt, das Ding ist ja, für normale Esser, warte mal, für normale Esser wäre es zu viel gewesen, ne? Aber ich bin ja auch ein großer Junge, esse manchmal sehr zu viel, also viel zu viel. Aber gegenüber von uns, rechts von uns, ne, ja, saß doch so ein junges Pärchen mit so einem, ja, Typ, der sich ein enges Hemd reingequetscht, ja, hat. Bruder, Alter, der hat selber eine Obatzter-Vorspeise gegessen, einen Vorspeisesalat, zur Vorspeise noch eine Gulaschsuppe und dann noch ein Schnitzel, der ist komplette Beatgap, Alter. Der hat Neigschwade. Aber wir wollten doch jetzt deine Punkte wissen. Wie dem auch sei, ich wollte damit sagen, für einen guten Esser wäre es wahrscheinlich zu wenig. Für normale Esser wäre es gut. Und ich sage, das Gulasch hat eine 10 von 10, safe, check, Ding, verdient. Ja, also besser geht nichts, alles gut. Und Mama, du hast das Wurstsalat gehabt? Ja, das ist normal, wie daheim auch. Wie viel? Es ist ab aufs Dessert. Und das Brot? Ja, Brot ist so wie zu Hause. Das ist eine Mischbrot. Ja, das war halt echt Brot, ne? Das, ja, war jetzt nichts Gebackenes. Ja. Okay. Das war wie so aus der 500 Gramm Packung. So wie der, ja, genau. Nicht so wie, also der, ich muss sagen, meine Spätzle waren gut, aber ich habe nur die Hälfte geschafft. Und ich habe beim Mittagessen, fand ich die Portion selber auch, irgendwie fand ich die für Österreich klein, muss ich sagen, so für Schnitzel. Aber ich habe es nicht gepackt, aber ich glaube, man kann sich an mir auch nicht messen, weil ich generell, nee, ich kann nicht viel essen. Also ich esse generell wenig, aber ich esse halt gern süß. Das kann ich viel essen, aber fand, so normal nicht. Ich fand den Kellner aber richtig nervig. Ja, beziehungsweise, der war nicht übermotiviert, aber der wollte, ich glaube, genau, schnell essen, schnell trinken, schnell gehen. Ne? Das kann ich gar nicht abhaben. Ja, also es war ungemütlich, weil der so eine Hektik gemacht hat. Aber ihr habt noch Trinkgeld gegeben. Ah ja, gäb ich Trinkgeld. Du kannst, die Leute verdienen ja nichts so mäßig. Ja, also wie gesagt, meine Portionen waren, also ich habe sie nicht gepackt, aber wie gesagt, wenn wieder da mal sagt, normale Esser. Ja, aber wie gesagt, der Kellner, der war eine minus 1 von 10. Ja, richtig, ja, genervt, der Typ. Ja, und dann verstehe ich es auch nicht. Ich bin auch, ganz kurz, ich bin auch gerne mal der Du-Typ. Sofort zu duzen, ne, wo noch gar keine Stimmung ist, wo man sich noch gar nicht kennt, das fand ich auch schon, ja, bin ich da jetzt wieder zu kleinlich? Ich weiß es nicht. Du fand ich nicht so schlimm, aber gut, meine Mutter gleich zu duzen. Na, nicht die gute Jane. Und wie fandest du jetzt Innsbruck an sich? Ja, ganz ehrlich, was haben wir gesehen von Innsbruck? Die Innenstadt. Aber da gibt es so eine ganz bekannte Stelle hier mit den bunten Häusern am See, am Fluss. Nee, da gibt es doch direkt, ist das doch die Isar. Was fließt denn hier? Keine Ahnung. Was fließt denn hier für ein Fluss? Da gibt es doch die ganzen Wohnhäuser, die bunt angemalt sind. Ja, da sind wir auch schon ein paar Mal dran. Aber was haben wir gesehen? Das sieht aus wie Mannheim, Ludwigshafen. Wir haben alles gesehen, was es zu sehen gibt. Das Einzige, wo man nicht war. Du flimmst bei Hand. Das Einzige, wo man nicht war, ist die Bergspitze. Aber da gehen wir, also Berg, diese Sprungschanze. Geht ja nicht wegen. Hinwollen, weil
der Fahrstuhl kaputt ist und wir wollen keine 400 Stufen laufen und 5,50 Euro dafür bezahlen, weil wir auch den Hund dabei haben. Ja, ansonsten, tja, dann ist es ja auch, also die Altstadt, Innenstadt, Kern, richtig schön. Ne? Da sehe ich mich wieder. Ab und zu hast du noch das Berg-Alpen-Panorama im Hintergrund, das sieht richtig nice aus. Auch hier 10 von 10. Mama, wie findest du Innsbruck? Schöner wie Vienna, Wien. Ja, aber wie würdest du jetzt das alles, was wir gesehen haben, bewerten? Bewerten? Also jetzt, bis jetzt, was ich habe gesehen, 10 auf 10. Also würdest du nochmal kommen? Ja, hier ja, aber nicht in Wien. Nein. Ja. Aber hier? Ja, also ich würde sagen, Innsbruck ist wirklich ein sehr schönes Städtchen. Vor allem, was hier halt so schön ist, dass die Stadt im Tal liegt und man eigentlich so ringsrum die Berge sieht, genau, mit Schnee. Ja. Und es sieht wirklich zum Teil aus wie gemalt. Also wirklich malerisch sieht es aus. Ich muss sagen, die Stadt ist klein. Also wenn ich so an Prag denke oder an Wien, wo man da überall rumläuft, um Sachen zu sehen, finde ich, hier kann man das wirklich locker, gemütlich sogar an einem Tag schaffen. Ja, ich meine, gut, wir waren jetzt in den Museen nicht drin. Und die Restaurants und Cafés wirklich auch ganz süß gemacht. Also es ist ein schönes Städtchen. Ich muss sagen, ich würde auch noch mal kommen. Aber es reicht, wenn man einmal kommt. Man muss nicht noch mal kommen, um was zu sehen. Man kann ja noch mal herkommen, weil es einfach schön ist. Ja. Ich meine, ihr wart ja eh noch in Wattens. Ja, das haben wir ja schon bewertet heute Morgen. Ah, okay. Also 10 von 10 würde ich auch sagen. Wenn man da auch jetzt hier hoch auf den Berg fährt, dann sieht man auch das Tal richtig schön, was ja, hier so los ist. Aber jetzt halt die Mauer. Ja. Das ist ja noch Meeting-Teil. Ne? So geht am Montag weiter. Einen wunderschönen guten Morgen, Miesmuschel, Domagoj, Solditsch. So. Hello. Zweiter Tag in Innsbrucki, beziehungsweise dritter Tag, nein, da, aber wir gehen jetzt, also wir verlassen Innsbruck, wir fahren heute nach Salzburg, aber bevor wir nach Salzburg fahren, waren wir noch schnell im Supermarkt einkaufen, super teuer, also wer denkt, Deutschland ist schon teuer, war noch nicht hier irgendwie, also ich habe so Loaca Schokokekse gekauft, zeige ich euch mal, 4,49 Euro oder 4,99 Euro, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in der Shopping Mall, weil meine Mutter unbedingt natürlich zu Pepco wollte, was sonst. Wer uns folgt, weiß das. Ihr Lieblingsladen in Österreich und Kroatien. Und ja, jetzt gehen wir mal da rein. Ne? Pepco. Should I thought that West Einkaufszentrum. I took the ticket. But we have to pay when we leave, isn't it? So, was gibt's hier? The Kickinger ist auch dabei. Und ist bei Billa, Hofer, Enkeri, Senegal, Kick, Teddy. Hier ist Pepco. Open your eyes. Erdgeschoss. So, wir haben hier den. Oh, schöne Osterdeko. Also Kick. Und hier ist der Pepco. I want these flowers here. Nothing else. Okay. So, let's go to Pepico. Jetzt? Mit deiner App, so Zauber-App, kann man doch hier
Jenny. Da. Alama. Did she buy? What did you buy, the whole shop? Crazy or what? See her back, she bought some stuff. How did they have back home? Jenny. I mean, why are you so freaking I like the jeans that are opening up.